der Predigtpreis 2008 in Bonn. Gekommen waren auch dieses Jahr wieder zahlreiche Pastoren, Professoren und Interessierte zum Empfang des Predigtpreises. Ich begrüße Sie im Namen derer, die mich beauftragt haben, sei es der Schlosskirchenbeirat, sei es das Land Nordrhein-Westfalen, das ich in Bonn noch aus Preußens Zeiten kommend einen Universitätsprediger hält. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich. Verliehen wurde der Preis anschließend in der Schlosskirche der Universität in Bonn. Was genau ist jedoch der Predigtpreis? Predigtpreis ist eine Stiftung des Verlags für die deutsche Wirtschaft, der uns es ermöglicht, hier in Bonn Prediger für gute Predigten zu prämieren. Das machen wir einmal im Jahr und schreiben aus für aktuelle Predigt, für das Lebenswerk und für einen Sonderpreis, diesmal für Predigten in Diakonie und Caritas. Und das Besondere ist, dass es um geschriebene Predigten geht, also nicht um gehaltene, vorgetragene Predigten, es werden geschriebene Predigten eingereicht. Ich komme ja als Methodist aus einer Freikirche, deren Wurzelboden die Erweckungsbewegung ist. Und heute schauen wir manchmal so in unsere Geschichte hinein und stehen mit großem Staunen davor, dass in den Anfängen unserer Bewegung die Prediger in die Öffentlichkeit hineingegangen sind, auf die Plätze, in die Kneipen und gepredigt haben. Und das Entscheidende ist wohl, dass Menschen sie gehört haben und sie haben diesen Menschen es abgenommen. Dass sich viele Menschen diesen Gemeinschaften, diesen Gemeinden angeschlossen haben und dass ihr Glaube ihrem Leben eine neue Gestalt gegeben hat. Der Predigtpreis ist der Versuch, so habe ich das wahrgenommen und ich bin ja seit Anfang dabei, der Versuch, eine Redeform in der Öffentlichkeit zu repräsentieren und in den Vordergrund zu rücken, die ansonsten von vielen belächelt wird, von vielen in der Öffentlichkeit belächelt wird, nicht ernst genommen wird. Dass da wirklich so etwas wie Witz, wie Esprit, wie Gestaltungskraft drinsteckt, dass da Nachdenklichkeit transportiert wird. Das wollten wir zeigen, das wollen wir immer wieder neu zeigen. Gegeben hat es wohl schon viele Predigten über das Buch der Bücher. Aber was macht eigentlich eine Predigt zu einer ausgezeichneten? Ich brauche für eine gute Predigt ein Bild. Ein Bild, das ich beschreiben kann. Und ich merke, ob das bei den Leuten ankommt. Ich denke, wenn ich mich so von einem Bibeltext lösen kann, ja, und ein Bild beschreiben kann, was ich in mir habe und sehe, dann komme ich sehr schnell in eine Geschichte hinein oder so, dann bin ich ganz nah bei den Menschen. Und die reagieren dann auch. Und das macht für mich eine gute Predigt aus. Eine gute Predigt ist über all das hinaus, was man handwerklich dabei beachten muss, also sprachliche, inhaltliche, konsistente Aufbau und so weiter, ist für mich eine Predigt, und das ist für mich immer das Kriterium in der Jury-Arbeit, ist für mich eine Predigt, wo ich überrascht werde, wo der Prediger, die Predigerin es versteht, mich einen Weg zu führen, den ich selber nicht hätte absehen können. Da passiert etwas mit mir, da gibt es einen neuen Blick auf bestimmte Zusammenhänge, nicht gerade diese Predigt über diese Dokumentarpräsentation zeigt das sehr deutlich in diesem Jahr. Meine Damen und Herren, caro Pastore, caro Professore,
Egregio Signorica, was ist ein Lebenswerk? Das ist nicht die Frage an Sie, Professor, sondern das ist die Frage an uns alle heute Morgen. Was ist dein Lebenswerk? Und das kann man dann nicht mit falsch verstandener lutherischer Theologie wegdrücken und sagen, Werkgerechtigkeit, die zählt doch nicht. Weil wenn wir das Wort Werk durch Gabe ersetzen, durch Begabung, durch Charisma, dann vielleicht, Professore, verstehen Sie die Entscheidung der Jury ein wenig besser, warum wir Sie heute nach Bonn eingeladen haben aus dem schönen, warmen Rom. Ein Mann, eine Frau, dem Gott Schätze anvertraut hat. Ein Träger von Schätzen, das ist ein christlicher Prediger. Eine gute Predigt ist meiner Meinung nach eine Predigt, die tief, tief in den Worten der Schrift, des Heiligen Schrift geht. Ein Wort, besser noch, ein Buchstabe, ist ein Ort, wo Schätze drin stecken. Und die gute Predigt ist diejenige, die diese Schätze herausnimmt. Aus den Buchstaben und aus den Worten, die natürlich auch dann Geschichten erzählen. Das ist eine meiner Meinung nach eine gute Predigt. Also eine gute ist ein Spiegel, ein treuer Spiegel dessen, was in den Worten der Schrift steckt. Welche Schätze werden Prediger und Predigerinnen im nächsten Jahr bringen? Eines ist klar, geehrt werden einige von Ihnen auch wieder im kommenden Jahr.